So Leute, willkommen zurück zu meinem Never Winter Commentary. Ja, wir schauen heute zwei Leuten zu, wie sie einen Boss klatschen. Sein Name ist, der Bossname ist Sharky Falax. Ja. Der ist ziemlich mehr drauf und so. Und der schmeißt Kotze und den ganzen Crap Shit. Und wir sind tot und schauen diesen Sache gebannt zu, wie dieser geile Drache endlich mal irgendwann stirbt. Ja, aber da alle drei, oder besser gesagt, da alle tot sind, ja, wird das ein bisschen schwierig sein, ne? Da können wir nicht eingreifen. Das heißt, der Heiler und der Swordman, die müssen da alleine was machen, ne? Und ja, Leute, wie geht es euch so, ne? Ich meine, es ist ja ein Commentary. Ich spiele ja nicht wirklich. Das ist ja alles schon eine Voraufnahme. Ja. Ja, gut. Es geht euch gut. Das freut mich doch sehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eine Aufnahme abbrechen sollte. Bis der jetzt endlich mal irgendwann fällt, weil es wird jetzt ein bisschen langweilig, wenn er jetzt, ja, ich sag's mal so, wenn wir jetzt einfach nur rumstehen und zugucken, wie der jetzt von einem Mann geplättet wird. Ist es ein Mann? Es sind zwei. Ich glaube, ein Mann und ein Gefährte. Ja, Detroit, ne? Das ist sein Gefährte. Das heißt, der Typ alleine gegen ihn. Ich glaube, der Typ will nicht sterben. Oh, jetzt ist er tot. Team Wipe! Team Wipe! Ja, das lief doch mal wie geschmiert, ne? Das ist ja... Ja. Viele würden jetzt sagen... Ihr Kacknoobs, ihr seid gewiped, ihr seid schlecht. Aber ich sage, wir haben ihn fast besiegt. Ja, er hätte noch ein Viertel übrig. Wow, oh, und dieses Förder haben wir dann einfach so abgezogen, oder? Ne? Und wenn jetzt die lieben Herr werten Menschen bitte zu diesem Frontdoor gehen würden, könnten wir jetzt nochmal den Boss machen und vielleicht mit Luck einen Sieg erringen. Ja. Das ist alles, was ich mir wünsche. Oh, nochmal. So, Leute. Machen wir das jetzt. Okay. Okay. Ja, einer ist schon mal offline gegangen. Das ist doch wunderbar. Ja, das heißt, wir kämpfen jetzt hier nur noch zu viert, Leute. Das ist doch wunderbar. Ich will jetzt... ich bin jetzt echt ehrlich. Ich habe jetzt echt keinen Bock, die Dungeon abzubrechen, weil wir an diesen scheiß Drachen weiben. Da meint ja einer, offline gehen zu müssen, weil wir jetzt hier... weil das hier jetzt nicht anders läuft. Geile Sache, ey, ich schwöre. Oh, ich bin jetzt ehrlich, ich bin
ehrlich zu euch, Leute, wenn wir jetzt nochmal wipen sollten, wird diese Dungeon leider abgebrochen. Bin ich ganz ehrlich. Vor allen Dingen meine Heiltränke gehen wieder aus. Ich habe keine mehr. Scheiße. Ja, ich muss mich auf meine geilen Heiltränke verlassen. Ich nenne sie die allheilenden Tränke. Oh, das kann was werden. Das kann was werden. Ist ja nicht so, dass wir ihn zu viert nicht legen können. Aber mit 5 wäre es viel schneller. Okay, mal hin. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Und es läuft. Okay, jetzt kommt der Punkt, an dem es nicht mehr läuft. Das ist der Punkt, an dem diese Wichser hier spawnen. Und wenn die Wichser hier spawnen, ist es alles vorbei. Oder besser gesagt, ist es dann der Anfang vom Ende. Jawohl, Kotze. Okay, 2 Schurken, das müssen wir eigentlich inkriminieren. Außer Silence. Oh, warum auf mich? Warum? Was habe ich dir getan? Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Oh nein, der macht das nicht. Der macht das sowieso nicht. Okay, er heilt sich noch. Wir müssen die Tank auf jeden Fall am Leben halten. Wenn der stirbt, ist alles wieder gelaufen. Rex ist, glaube ich, gefallen, oder? Scheiße, Kotze, nein, nein, nein! Verdammt, ich bin gefallen. Wenn ich jetzt nicht wiederbelebt werde, ist alles vorbei. Danke. Das ist wichtig, jetzt müssen wir hier echt zusammenhalten. Sonst ist das hier Teamwipe wieder. Etwas, worauf ich echt keinen Bock habe. Ich habe gesagt, also das ist, ich stehe dazu, wenn wir jetzt nochmal versagen. Scheiße. Das Ding ist ja nicht mal der Drache, ja? Der Drache, er ist ja im Forts, aber die kleinen Creeps, die hier noch dazu rumgammeln und hier alles versauen. Rex, ich bin gesilenced. Ich muss dich heilen. Okay, er ist wieder beliebt. Alter, der Kampf ist intens. Komm Rex, steh auf, wir brauchen jetzt jeden Mann bei dir an der Front. Jetzt muss ehrlich darauf aufgepasst werden, dass keiner stirbt. Sonst, wie gesagt, wipe. Rex ist gleich tot. Rex ist tot. Jeden wiederbeleben. Auch wenn Rex eine Memme ist, wiederbeleben. Alter, der Kampf ist intens.
Ich glaube, danach mache ich jetzt schon eine Pause, ey. Das sind locker mindestens schon 4 Parts oder so, schon allein für diese Dungeon. Versteht mich nicht falsch. Das ist jetzt kein Kritikpunkt, das finde ich sogar gut. Ich mag es, wenn Dungeon eine Weile dauern und wenn die Gegner hier stark sind. Der Drache lässt sich nicht mit sich verhandeln. Also der ist ja krasser Scheißer. Oh nein, das war ein Fehler. Wo ist der Klerik? Rex braucht Hilfe. Oh nein. Steh auf! Okay, der einzige Platz, wo ich noch stehen kann, ohne getroffen zu werden. Meine ganzen geilen Heiltränke. Alter. Oh nein. Jawohl, Kotz hat auch wieder getroffen. Rex hält jetzt auch nicht mehr lange durch. Oh, scheiße. Zum Glück habe ich diese geilen Heiltränke. Ich wäre locker schon mindestens 5-mal wieder verreckt. Ja Leute, so sehen richtige Bosskämpfe aus. Was wir gerade davor gemacht haben, war gerade mal eine kleine Aufwärmphase hier. So, ich muss den jetzt heavy Schaden machen. Scheiße, das macht so... Oh, Kacke. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo schwule Goblins her. Nein, ich mach's langsam nicht mehr. Lange mache ich das nicht mehr mit. Kotze! 20 habe ich noch. Müsste eigentlich ausreichen. Scheiße. Alter Schwede, wie geil ist dieser Kampf? Er ist schwer, aber zugleich richtig krass. Kranker Scheiß. Also bis jetzt der Highlight Dungeon. Ich schwör's euch, Highlight Dungeon für mich. Also wenn ihr wirklich mir regelmäßig zugeschaut habt und auch alle Dungeons gesehen habt, die ich gemacht habe, bin ich echt ehrlich, das ist die beste Dungeon, die ich bis jetzt gemacht habe und auch die schwierigste. Ihr ja schon bestimmt wisst, ich liebe Herausforderungen. Selbst obwohl ich krank bin, den Shit lasse ich mir doch nicht entgehen. Oh nein.
ja, genau, und dann in die Kratze rein. Der fällt bald, der fällt bald. Der wackelt schon. Der kann nicht mehr. Geh doch mal drauf, ich habe jetzt echt keinen Bock, meine ganzen Potions jetzt für dich aufzuopfern. Wenn wir schon gegen so welche starken Gegner wie dir kämpfen müssen, will ich nicht wissen, welche Gegner als nächstes auf uns noch erwarten. Und da werde ich bestimmt noch mehr brauchen als nur die. Zu 5 wäre der schon locker gefallen. Aber wir haben ihn gleich. Der wackelt schon, der ist gleich tot. Stirb, du dreckiger Wichser! Das war's für dich. Dein Ernst? Ja. Das ist das Einzige, was du noch von dir gibst, du Schwanzlutscher. Oh. Shit, Mann. Endlich. Es ist vorbei, Leute. Es ist gefallen. Euer Ernst? Es ist vorbei. Ja, was machen wir jetzt? Ich gehe jetzt ins Portal raus und dann auf Wiedersehen. Aber der Kampf war sick. Ein schlauer Kämpfer hört auf, wenn er auf der Sieger. Der Kampf war echt sick. War echt geil mit euch zusammen da rumzukämpfen. Es war echt krasser Kampf. Also ich meine, wenn man schon an einen Boss vibet, sagt ja schon einiges am Gegner aus. Nur weil, und wenn man an einen vibet, das ist ja schon etwas, das ist kein leichter Brocken. So, ich möchte gerne Heiltränke kaufen. Das ist mir zu viel. Ich nehme mal 5. Oh, nicht... Nein. Wo sind die? Rückkauf. Diese Teufel sind wahrhaft schrecklich. So, Leute! Ich hoffe, es hat euch bei dieser Dungeon gefallen. Wenn ja, wie gesagt, könnt ihr einen Daumen hoch oder so hinterlassen. Sobald die Teufel vertrieben sind, können wir im Wald wieder Kräuter sammeln. Ja, Kräuter sammeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Neverwinter Online. Bestimmt mit cooleren, vielleicht nicht mit so cooleren Gegnern wie dem, aber bestimmt mit guten Quests. Bis dahin, see ya, Leute.